In Wilka-Haslau rückten am Montagmittag Feuerwehr und Polizei in die Kirchberger Straße zu einem Brand aus. Schon auf der Anfahrt konnten die Feuerwehrkräfte die Einsatzstelle sehen. Auf dem ehemaligen Bahngelände stand eine ca. 15 x 5 Meter große Holzbaracke in Flammen. Durch einen schnellen Löschangriff wurde das Feuer durch die Wehren aus Wilka-Haslau und Silberstraße unter Kontrolle gebracht. Die Kameraden mussten besondere Vorsicht walten lassen, da das Gebäude einsturzgefährdet war. Nach ersten Erkenntnissen löste eine Kerze den Brand aus. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.